Und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26605 und eurem Packy von Pakulin. Heute haben wir ein kleines Thema für euch ausgegraben. Es geht nämlich um das Commander-Krieger COD Ghost Deer. Es sieht so aus, dass der Commander-Krieger auf den drei Plattformen PC, PS3 und Xbox 360 ein FFA-Turnier veranstalten wird. Es sieht so aus, dass 8 Leute daran teilnehmen werden und die 9. Person wird immer so ein kleiner Gast sein, ob jetzt Solution, Commander-Krieger oder halt eine andere Person ist jetzt mal hingestellt, aber es wird immer in einer Lobby so ein kleiner Stargast sein. Das heißt, man wird ein Turnier kämpfen und man kann zum Beispiel, wenn man, ja, sagen wir mal, Commander Krieger 20 mal killt, kriegt man vielleicht ein Legato, keine Ahnung, ein Gast-Commentary oder was auch immer. Mal gucken, was sich der Commander Krieger ausdenkt, wenn es um die Bounties geht. Aber der Hauptgewinn sieht so aus, dass man nämlich die PlayStation 4 gewinnen kann. Ihr fragt euch sicherlich, wieso nicht Wii U oder Wii oder was auch immer. Er möchte ja hier das Turnier gestalten, so groß wie es geht. Allgemein rechnet er von 10.000 bis zu 200.000 Leute. Und das ist gerade eine sehr, sehr große Veranstaltung, finde ich. Wir werden natürlich daran teilnehmen, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich werde noch ein paar Leuten im Clan reden, die werden sich ja auch Interesse haben. Ja, super. Hatte voll den Brain-Lag, aber egal. Mike, was findest du von der Veranstaltung eigentlich? Was findest du von der Veranstaltung? Also ich finde von der Veranstaltung sehr gut, dass er überhaupt sowas macht und dass er überhaupt Preise da raushaut. Also wenn... Ich finde den Modus zwar nicht den besten Modus, hätte ich irgendwie Team Deathmatch oder so aussuchen können. 5 gegen 5, der beste gewinnt von beiden Teams. Frei für alle muss man halt suchten, sage ich jetzt mal. Wenn ich Ghosts hab, dann werde ich auch richtig suchten. Und was ich da dran halt geil finde, dass man auch mal, sag ich jetzt mal, in so Teams gesteckt wird mit einem etwas größeren YouTuber. Weil, ich sag jetzt mal so, mit einem größeren YouTuber spielst du nicht jeden Tag, sag ich jetzt mal. Und ist halt eine Möglichkeit, mit ihm mal zu spielen und zu gucken, wie er so ist. Ja, ob der auf die Fresse bekommt oder nicht, oder ob Solution wirklich so ein totaler Artefaktor ist. Ich hätte wirklich Bock, entweder mit Tesco oder Solution in eine FFA-Gruppe zu kommen. Hätte ich wirklich Lust. Ich habe wirklich Lust, in eine richtige Zerficker-Lobby zu kommen, um wirklich zu gucken, auf welchem Niveau ich spiele. Das ist wirklich bei mir so. Man kann es so mit anderen messen. Genau. Egal, wenn ich sogar 0,30 auf die Fresse bekomme, dann habe ich wenigstens 0,30 gegen Profis auf die Fresse bekommen. Ja, und darauf habe ich richtig Bock, dass man so einen Ansporn bekommt. Ich habe gerade so einen Ansporn, dass ich sogar mein Router nicht abkacken würde, sogar die Nacht durchzocken würde. Aber ja. Roter, also, Marsch, aber egal. Wenn ich da mitmache, werde ich auf jeden Fall hart suchten und ich bin mal gespannt, was Commander Krieger dann noch so für Preise organisiert, außer eine PS4 und so Elgatus. Vielleicht haut er vielleicht auch noch ein paar Spiele raus. Mal gucken. Mit anderen Messen ist auch ganz geil. Wenn ihr euch dann anmelden wollt beim Commander Krieger Turnier, dann müsst ihr auf sein Forum gehen. Das Anmeldeformular wird auch bald veröffentlicht. Nach Weihnachten wird das Ganze dann angegangen bei ihm. Also jetzt könnt ihr euch noch nicht dafür anmelden, aber dann, ich denke mal so nach Weihnachten, weil das Turnier findet so im Frühjahr statt. Mal gucken, was da so abgeht. Ihr könnt auch im Anmeldeformular, habe ich soweit rausgehört, dazu schreiben, dass ihr capturen könnt, falls, sag ich jetzt mal, rausfliegt in der ersten Runde. Bietet sich dann an, dass ihr vielleicht capturen könnt oder sonstige Dinge machen könnt. Finde ich auch eine geile Idee. Genau. Da können allgemein die YouTuber ein bisschen den Commander Krieger unter die Arme greifen. Ich werde auch mal gucken, was sich da im Clan machen lässt. Vielleicht werden wir als YouTuber-Clan hier den Commander Krieger unterstützen. Da werde ich noch mit einer Person hier ein paar reden. Und das wäre auch eigentlich eine gute Idee, dass wir halt als Gruppe hier den Commander Krieger hätten bei so einer Veranstaltung. Ich meine, eine Person kann das nie im Leben alleine schaffen. Nie im Leben. Das ist echt so, Alter. Ich weiß, wie viel Organisation dahinter steckt. Man muss Termine finden, man muss die Regeln so durchschauen, dass da nicht Scheiße passiert. Und man muss allgemein so ein System aufbauen, dass sich Fehler von alleine auflösen. Das heißt, wenn zum Beispiel einer ausfällt, scheiß drauf, springt der von der Gruppe B nach A oder sowas hat. Dass man immer so ein automatisches System hat, was sich selbst auffüllt. Denn bei so vielen Leuten muss man das System wirklich bis zum letzten Punkt perfekt ausarbeiten. Ja. Ich wollte noch irgendwas erzählen. Weißt du, ob das auch auf der PlayStation 4 und Xbox One möglich ist, mitzumachen? Oder hat er gesagt, er macht es ja noch auf nein. der...
nicht nee, auf nee. Den. Der macht das nur auf PC, PS3 und auf der Xbox 360, weil es ist einfach sinnlos, denn auf den Konsolen zuerst spielen ein paar wenige Leute. Und die nächste Sache ist, wenn zum Beispiel PS4-Teiler daran teilnehmen würde, super. Also, gewinnt der ja noch eine PS4, sag ich jetzt mal. Und genau, das ist gerade die Sache. Man soll ja nicht zwei Konsole haben. Man soll den Leuten die Chance bieten, die zum Beispiel nicht die Konsole haben. Und ja, ich finde das eigentlich das ist richtig super, so eine Aktion. Ja, ich finde es also ich geil. Würde sagen, wenn ihr Bock daran habt, ja, von das Video von Commander Krieger werde ich in der Videobeschreibung reintun. Ich glaube, Mike auch. Ja, locker. Und wenn ihr Interesse habt, dann macht dort mit. Wir werden dabei sein und wir werden wahrscheinlich... Nein. Das waren meine letzten... Das waren meine letzten Worte und ich glaube, ich gleich FFA trainieren. Alter, da würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder bei eurem MH2605 und... Ja, bei eurem Techie. Ciao. Abo, Spätzle. Way to take it to him. Good win.